an. Je besser wir uns vorbereiten, desto leichter können wir unser Ziel erreichen. So gedenkt der gewaltigen Überlieferung, in welcher der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Minbar bestieg und ein sehr gewaltiges Bittgebet hörte. Jibril alaihi salam sagt in einem Teil einer längeren Überlieferung, wer den Monat Ramadan erreicht und dem nicht vergeben wird, der wird in das Höllenfeuer eintreten und Allah wird ihn weit wegwerfen. Also sag Amin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Amin. Wenn wir also wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vergibt, dann müssen wir diesen Monat im Dienste Allahs nutzen. Und das geht eben nur, wenn wir uns entsprechend vorbereiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den gesegneten Monat erreichen lassen und uns erlauben, das Beste daraus zu machen.